Platz 24 unter 400 Landkreisen und kreisfreien Städten. Damit gehört Teltow-Fleming zur Spitzengruppe der Aufstiegsregionen, und zwar bundesweit. Der Landkreis gilt seit Jahren als die Nummer 1 im Osten. Ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt. Es wurde viel bewegt in den vergangenen 30 Jahren. Bereits direkt nach der Wende planten das Land Brandenburg und die damals noch eigenständigen Altkreise Jüterbock, Luckenwalde und Zossen großflächige Gewerbe- und Industriegebiete an den Hauptverkehrsachsen des heutigen Landkreises. Die Bundesstraße 101, das Güterverkehrszentrum Großbeeren, das Holzkompetenzzentrum Barut und der Flugplatz Schönhagen, aber auch die Entwicklung der Flemingsgate-Region legten den Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Nähe zu Berlin und den Autobahnen 10, 13 und 9 machen Teltow-Fleming darüber hinaus zu einem attraktiven Standort für Industrie und kleine und mittelständische Unternehmen mit einem unvergleichbaren Branchenmix. Mit 220 Hektar ist das Güterverkehrszentrum Berlin-Süd in Großbeeren die größte zusammenhängende Gewerbefläche des Landkreises. Hier arbeiten mehr als 10.000 Menschen in über 60 Unternehmen. Der Firmenhauptsitz und das eigene Schulungszentrum der europaweit agierenden Unternehmensgruppe Spitzke sind hier in Großbeeren angesiedelt. Das Bahninfrastrukturunternehmen bietet Gesamtlösungen für das System Bahn. Vom Neubau über die Revitalisierung bis hin zur Instandhaltung. Logistik wie aus dem Bilderbuch findet man bei Ingram Micro. Am Standort Anhalterbahn 6 im Güterverkehrszentrum lagern auf 80.000 Quadratmetern bis zu 20 Millionen Einzelartikel, die an Kunden in 27 Länder verschickt werden. Das Industrie- und Gewerbegebiet Eschenweg in Dahlewitz, direkt an der A10. Hier hat Rolls-Royce Deutschland seinen Hauptsitz, in dem Flugzeugturbinen geprüft, Triebwerke entwickelt und montiert werden. Ludwigsfelde ist einer von zwei regionalen Wachstumskernen Teltow-Flemings. Auf unterschiedlichen Gewerbegebieten entlang der B101 haben sich viele Unternehmen niedergelassen, die weltweit agieren. Das Gelände des ehemaligen IFA Automobilwerks, heute der Industriepark. Die Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH mit der Sprinter-Produktion ist der größte Arbeitgeber am Standort. Ein weiterer großer Name und wichtiger Arbeitgeber ist die MTU Maintenance Berlin Brandenburg GmbH. Sie ist auf die Instandhaltung von Luftfahrtantrieben des unteren bis mittleren Schub- und Leistungsbereichs und von Industriegasturbinen spezialisiert. In direkter Nachbarschaft liegt der Brandenburg-Park mit seinem vielfältigen Branchenmix. Er gilt als Vorzeigeprojekt für die Entwicklung von Gewerbeflächen im Einklang mit der Natur. Coca-Cola hat im Brandenburg-Park vor über 20 Jahren sein Werk eröffnet. Auf drei Produktionslinien werden hier seitdem jährlich rund 300 Millionen Liter Erfrischungsgetränke abgefüllt. Das VW-Vertriebszentrum Brandenburg im Preußenpark ist der jüngste Logistik- und Systempartner für Originalersatzteile und Zubehör der Volkswagen-Gruppe. Auf 57.000 Quadratmetern werden über 91.000 unterschiedliche Ersatzteile gelagert und von hier aus an die Servicepartner geliefert. Das neueste Industriegebiet Ludwigsfeldes ist der Industriepark 4.0 Eichspitze Nord. Die Deutsche Post, DHL, baut hier bis 2022 ein neues Mega-Paketzentrum, in dem bis zu 50.000 Pakete pro Stunde sortiert werden können. Auch Microvast, der US-amerikanische Batteriesystemhersteller für Elektrofahrzeuge, hat sich hier angesiedelt. Und der Lebensmittelgroßhändler Chefs Culinar wird kommen. Bald nach der Wende konzipierte der Landkreis Teltow-Fleming einen Luftfahrttechnologiepark.
Auf dem Flugplatz bei Trebin sind auf über 114 Hektar Fläche rund 40 Unternehmen, Vereine und Verbände zu Hause. Entwicklungs- und Instandhaltungsbetriebe, Flugzeughersteller und Flugschulen nutzen die sich hier bietenden Synergien. Neben den ansässigen Unternehmen haben fast 80 Firmen aus Berlin und Brandenburg ihre Flugzeuge und Hubschrauber in Schönhagen stationiert. Darüber hinaus gibt es Kooperationen mit Hochschulen, die die Infrastruktur für Forschungsaktivitäten nutzen. So soll hier zukünftig am emissionsfreien Fliegen geforscht werden. Genau das richtige Thema für den Flugplatz im Naturpark Nuthe-Nieplitz. In Barutmark entstand ab 1993 mit dem heutigen Holzkompetenzzentrum ein völlig neuer Industriezweig am Standort. Klenkholz, Pfleidererholz, Klaassen Industries und deren Tochterfirma Fiberboard, die Zollikofer Holzverwertung und die Brandenburger Urstromquelle, ein Getränkeabfüllbetrieb, sind Arbeitgeber für insgesamt 1600 Beschäftigte. Die Kreisstadt Luckenwalde ist der zweite regionale Wachstumskern des Landkreises. Auch sie musste sich nach 1990 wirtschaftlich völlig neu positionieren. Stadt und Landkreis beschlossen, auf einer ehemaligen Militärfläche den heutigen Biotechnologiepark zu entwickeln. Er gewährleistet auf dem 28 Hektar großen, campusähnlichen Gelände erfolgreiches Arbeiten, Forschen und gutes Wohnen. Im branchenspezifischen Technologie- und Gründerzentrum arbeiten mehr als 400 Menschen. Hier haben international erfolgreiche Unternehmen ihren Sitz, wie die LGC GmbH, die chemische Referenzmaterialien pharmazeutischer Wirkstoffe herstellt. In Sichtweite fertigt Griesbach Bedien- und Steuerungsinstrumente, zum Beispiel für Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeuge und Schiffe. Von einfachen Baugruppen bis hin zu komplexen Industrieelektronik. Die Wirtschaftsstruktur Luckenwaldes ist vor allem durch mittelständische produzierende Wirtschaft gekennzeichnet. Dazu zählt auch das Rosenbauer Werk im Industriegebiet, ein Hersteller von hochmodernen Feuerwehrfahrzeugen mit langer Tradition am Standort. ESB Schulte ist ein Unternehmen der familiengeführten Eco-Gruppe. Hier in Luckenwalde werden hochwertige Türfunktionssysteme entwickelt und produziert. Der ländliche Süden Teltow-Flemings ist vor allem durch kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe und Tourismus geprägt. Das wohl imposanteste Beispiel ist die vom Landkreis initiierte Flemingsgate, an der sich im Laufe der Jahre zahlreiche gastronomische Einrichtungen, Pensionen und Hotels angesiedelt haben. Auf insgesamt über 230 Kilometern wurden asphaltierte Wege für Wanderer, Fahrradfahrer, Skater und Rollstuhlfahrer ausgebaut. 2005 wurde gemeinsam mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark der Tourismusverband Fleming gegründet. Er trägt mit seinen bundesweit gewürdigten Initiativen dazu bei, dass sich die Reiseregion Fleming hin zu einer kreativen und überregional bekannten Marke entwickelt hat. In Jüterbock hat sich auf dem Luckenwalder Berg ein beachtliches Gewerbegebiet entwickelt. Außerdem hat die Kreishandwerkerschaft in der über 1000 Jahre alten Stadt ihren Sitz, inklusive Lehrbauhof für die überbetriebliche Ausbildung. Mit dem jährlichen Aufstellen des Maibaums wird in Jüterbock zudem eine alte Handwerkstradition fortgeführt. In der ländlich geprägten Region des südlichen Landkreises sind die Schöpe Display GmbH und die Maschinenbau Dahme GmbH weitere wirtschaftliche Leuchttürme. Die Geschichte letzterer reicht bis 1947 zurück. Heute produziert die Firma mit rund 150 Mitarbeitern Einzelteile und Baugruppen für weltweit führende Hersteller, zum Beispiel von Landmaschinen. Der größte Arbeitgeber im südlichen Landkreis sitzt jedoch im beschaulichen Langenlipsdorf.
1988 gründete das Ehepaar Gust noch unter planwirtschaftlichen Bedingungen einen Holzbildhauer Meisterbetrieb. Die SIG Holz GmbH ist bis heute inhabergeführt. Über 200 Tischler, Zimmerleute und Ingenieure planen und bauen hier individuelle Kinderspielplätze und Spielzeug aus Robinienholz. Die SIG Holz Spielplätze sind in vielen Ländern auf der Welt zu finden. Die Bundesstraße 101 ist eine wichtige Lebensader Teltow-Flemings. In deutlich weniger als 60 Lkw-Minuten kann man von der Berliner Stadtgrenze aus die südlichen Gemeinden erreichen. Das Teilstück zwischen Kerzendorf bei Ludwigsfelde und Woltersdorf bei Luckenwalde hat der Landkreis nach Beschluss des Kreistages ab 1999 vierspurig ausbauen lassen und dafür knapp 27 Millionen Euro in die Hand genommen. Auch die B96 und die L76 als sogenannte Flughafenzubringer sowie die beiden Bahnstrecken Anhalterbahn und Dresdnerbahn sorgen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Region und für die Mobilität ihrer Einwohner. Das Erfolgsrezept Teltow-Flemings ist eigentlich ganz einfach. In den vergangenen 30 Jahren haben viele an einem Strang gezogen, um den Landkreis erfolgreich werden zu lassen. Verwaltungen genauso wie mutige Unternehmerinnen und Unternehmer. Und nicht zuletzt die Menschen, die hier leben und arbeiten. Eine Leistungsschau dieses Netzwerkes aller wirtschaftsrelevanten Institutionen und Kommunen ist die jährliche Wirtschaftswoche, die vom Landkreis organisiert wird. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe ist die Verleihung vom Preis der Wirtschaft. Er wird gemeinsam vom IHK Regionalcenter Teltow-Fleming und der Kreishandwerkerschaft Teltow-Fleming ausgelobt. Schirmherrin ist Landrätin Cornelia Wehlan. Mit dem Preis werden kleine und mittelständische Unternehmen für ihre Unternehmensentwicklung, ihre Innovationskraft und ihr regionales Engagement ausgezeichnet. Darüber entscheidet eine 10-köpfige Jury, die die Unternehmen vor Ort besucht. Der Preis wird seither von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und der VR Bank Fleming EG gesponsert. Diese Politik aus einem Guss hat die Oskar-Patzelt-Stiftung dazu bewogen, Teltow-Fleming 2008 den großen Preis des Mittelstandes als Kommune des Jahres zu verleihen. Und nur wem dieser Preis einmal verliehen wurde, kann ihn durch die Auszeichnung zum Premiergewinner veredeln. So wie es Teltow-Fleming 2020 gelang. Diese Anerkennung der Lebensleistung der Menschen im 30. Jahr der Deutschen Einheit ist eine besondere Auszeichnung. Denn es sind die Menschen in Teltow-Fleming, die mit Mut, Leidenschaft, Ideenreichtum, höchstem wirtschaftlichen Einsatz, Forschungsgeist und sozialem Engagement diesen Landkreis prägen.